nachfolgende Sendung wurde durch Spenden ermöglicht. Du bist nicht, was du tust, beziehungsweise welche Leistung du erbringst. Du bist nicht das, was andere sehen, und andere sind auch nicht das, was du siehst. Gott hat andere Beurteilungskriterien. Du bist einfach geliebt und wertvoll. Seit über 70 Jahren im Glauben unterwegs. Herzlich. Persönlich. Ermutigend. Das überkonfessionelle Missionswerk Karlsruhe. Voller Freude am Leben. Was bist du wert? Habt ihr euch schon einmal darüber Gedanken gemacht? Was bist du wert? Hast du schon einmal darüber nachgedacht, auf was dein persönlicher Wert sich gründet? Die Vorstellung unseres Wertes ist so, wie wir es in unserem Leben zulassen. Wisst ihr das? Siehst du dich als Gewinner oder siehst du dich als Verlierer? Und wie sieht Gott dich? Er hat eine andere Sicht über uns, als wir das selber haben. Seine Gedanken sind höher als unsere Gedanken. Und er sieht dich ganz anders, als du dir das vielleicht vorstellst. Und das möchte ich dir heute ein bisschen näher bringen. Welche sind die Kriterien, von denen du deinen Wert ableitest? Und nirgends gibt es so viele Unwahrheiten, Lügen und Masken, die wir uns aufsetzen, wie in diesem Bereich. Der Mensch will sich von Natur aus seinen Selbstwert erkaufen. Und dabei sind wir stark gefühlsabhängig. Und der Teufel sagt dir immer, dass du nichts wert bist. Dass dein Leben aus den Fugen geraten ist. Dass das Gott nicht gefallen kann, was du tust, dass du ein Versager bist und du hättest und du hättest und du hättest dies und jenes sollen. Und Gott hält dagegen. Jesaja 43, Vers 4. Weil du teuer bist in meinen Augen und wertvoll bist und ich dich lieb habe. Das klingt doch ganz anders als du bist ein Versager, oder? Gott hält dagegen in seinem Wort. Du bist teuer in seinen Augen, teuer erkauft und wertvoll und er hat dich lieb. Und das sagt Gott über dich. Und im Vers 1 lesen wir, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Du gehörst Gott, du gehörst Jesus. Und was er für Gedanken über dich hat, haben wir gerade gelesen. Wunderbare Gedanken. Du bist ein erlöstes Kind Gottes. Und deshalb gilt das auch dir. Und was gibt es Großartigeres als diese Zusage Gottes an uns persönlich? An dich persönlich, wertgeachtet, geliebt. Doch in unserem Alltag sind die Aussagen des Teufels und seine Machenschaften oft viel lauter. Er versucht uns diese Zusage streitig zu machen. Und dazu benutzt er oft unsere Gefühlswelt. Es gibt nichts Wankelmütigeres als unsere Gefühle. Sagt uns jemand was Nettes, sind unsere Gefühle ganz oben. Wir sind glücklich und unser Selbstwert steigt. Ich bin angesehen, ich bin angenommen, ich bin glücklich. Und sagt uns jemand etwas Unangenehmes, sind unsere Gefühle ganz unten im Keller. Und wir kommen uns wertlos vor. Abgelehnt, unglücklich. Und deshalb setzen wir oft Masken auf.
Keiner soll sehen, wie es mir geht. Gefühle bringen Verletzungen. Und dass man diese Verletzungen nicht sieht, brauchen wir Masken. Und wir entwickeln für unser Leben eine Methode, die manchmal auch zu einem Lebensstil werden kann. Sonst könnte unsere Wertstellung bei unserem Gegenüber ja sinken. Die Maske lächelt und dahinter wird geweint. Ja, nichts anmerken lassen. Wir haben Angst, verurteilt zu werden und wir haben Angst, verletzt zu werden. Sag ja nicht, dass du Christ bist, sonst wirst du ausgelacht. Denken wir nicht oft so? Aber wie war das bei Jesus? Er wurde auch verurteilt und auch verletzt. Und Jesus sagte, sie haben mich gehasst und sie werden euch auch hassen. Die Frage ist, wo gehen wir hin mit unseren Gefühlen, unseren Verletzungen? Auf wen hörst du, beziehungsweise auf wen schaust du? Auf deine Nachbarn, auf deine Kollegen, Freunde, Bekannte, auf deine Mitschüler, auf alle die, die um dich herum sind? Der Teufel gebraucht auch unsere Mitmenschen, um uns so richtig zu verletzen. Unsere Gefühle werfen uns hin und her wie ein Spielball. Und wenn wir dann genügend hinuntergeschluckt haben, sagt unser Magen irgendwann, jetzt reicht's. Und er entwickelt Geschwüre. Oder wir werden krank auf andere Weise. Wenn wir das nicht loswerden. Unsere Gefühle müssen unter die Führung des Heiligen Geistes. Bring sie zu Jesus. Dort können sie nichts mehr anrichten. Das wird dir gut tun an Geist, Seele und Leib. Wir können nichts Besseres tun, als unsere Gefühle, dieses Auf und Ab zu Jesus zu bringen, dass wir Frieden haben, dass wir ausgeglichen werden. Und gewöhnlich ist es so, dass wenn der Pfeil des Teufels so richtig im Fleisch sitzt, kommt bei passender Gelegenheit auch die Retourkutsche. Und sie kommt immer, wenn unsere Gefühle nicht unter der Kontrolle des Heiligen Geistes sind. Wir ärgern uns, wir schmieden Rachepläne und manchmal führen wir sie sogar aus. Wir steigern uns hinein, können vielleicht nicht schlafen und reimen uns oft Dinge zusammen, die gar nicht sind. Kennt ihr das, wenn man so im Bett liegt und die Gedanken so hin und her gehen und auf und ab? Gib deine Gefühle und Verletzungen ab an Jesus. Bevor du ins Bett gehst, am besten, dass wir ruhig schlafen können. Du bist dann frei von dem Drang, etwas unternehmen zu müssen, etwas entgegenzusetzen, dich zu verteidigen oder zu vergelten. Wenn wir es in Gottes Hand legen, wird er für uns streiten. Und die Bibel sagt uns, dass keine Waffe, die gegen uns gerichtet ist, etwas ausrichten kann. Worte und Gefühle sind Waffen. Waffen gegen uns. Und manchmal machen wir selber die Waffen gegen uns, nehmen wir selber die Waffen gegen uns. Worte und Gefühle sind Waffen. Jesaja 54, Vers 17. Und da steht, keiner Waffe, die gegen dich geschmiedet wird, soll es gelingen. Und jede Zunge, die vor Gericht gegen dich aufsteht, wirst du schuldig sprechen. Das ist das Erbteil der Knechte des Herrn und ihre Gerechtigkeit von mir her, spricht der Herr. Eine wunderbare Zusage an uns. Keiner Waffe, die gegen dich geschmiedet ist, wird es gelingen. Egal, wo die Waffe herkommt und wenn sie von dir selber vielleicht sogar kommt.
Psalm 5, Vers 12 noch. Doch mögen sich freuen alle, die sich bei dir bergen und jubeln alle Zeit. Du beschirmst sie, darum frohlocken in dir, die deinen Namen lieben. Also, wir dürfen uns freuen, wenn wir uns bei ihm bergen und ihm unsere ganze Not, unsere ganze Gefühle, unser ganzes inneres Aufgewühltsein abgeben, bringen. Und das ist die Gesinnung Gottes über deinem Leben, dass du dich freuen kannst und dass es keiner Waffe gelingen wird, dich zu Fall zu bringen, wenn du dich an ihn hältst, wenn du es an ihn abgibst. Nach welchen Kriterien beurteilst du deinen Wert? Was du tust, was du anhast, was du wiegst, wen du kennst, was du besitzt, was du weißt oder welchen Familienstand du hast. Was ist deine Identität? Von was leitest du deinen Wert ab? Und wird unsere Identität angekratzt bzw. daran gerüttelt, fällt unser Leben auseinander. Und wenn solche Dinge unsere Identität ausmachen, haben wir auf Sand gebaut. Du bist nicht, was du tust, beziehungsweise welche Leistung du erbringst. Beruf, Leistung, Karriere, das ist der Maßstab der Welt. Und man misst sich daran. Und die Identität ist, ich bin, was ich tue, Profilierung durch Leistung. Ich bin wer? Und oft wird das auch so bei Christen so gemessen. Und dein Wert misst sich nicht an dem, wie viel du für Jesus tust. In seinem Wort steht, du bist wertgeachtet, du bist geliebt, du bist wertvoll. Und damals, als das geschrieben wurde, war noch gar keine Rede davon, was du einmal für Leistung erbringen wirst. Du bist einfach geliebt und wertvoll. Das ist die falsche Motivation, wenn wir meinen, wir müssen mehr tun oder dass es darauf ankommt, wie viel wir tun. Du kannst dir nichts verdienen dadurch. Du bist nicht wertvoller, je mehr du tust, sondern aus welcher Herzenshaltung heraus du das tust. Es sollte aus Liebe und Dankbarkeit geschehen. Du kannst dich für Jesus abrackern und du bist ihm keinen Millimeter näher oder wertvoller. Das Abrackern sieht vielleicht gut aus, aber es bringt dir gar nichts. Dein Wert liegt in deiner Beziehung zu Jesus, deiner Herzenshaltung zu ihm. Du bist nicht, was du wiegst. Für Frauen ein besonderes Thema, oftmals ein riesiges Thema. Auch davon hängt dein Wert nicht ab und auch nicht davon, wie du aussiehst. Viele Menschen haben Komplexe wegen ihres Aussehens oder ihres Gewichtes. Und Gott hat dich wunderbar und einzigartig geschaffen. Und dein Wert hängt nicht von deinem Gewicht oder von deinem Aussehen ab. Lass dir von deinen Gefühlen nicht einreden, dass es so sei. Und trotzdem haben wir auch eine Verantwortung für unseren Körper. Unser Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes und wir müssen sorgfältig damit umgehen. Wir haben die Verantwortung für unsere Gesundheit auch. Matthäus 6, Vers 25. Deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Hier sehen wir, dass Essen und Kleidung nicht im Vordergrund stehen,
Es kommt vielmehr darauf an, dass wir Acht haben auf unseren Leib und wie wir leben. Wenn dein Gewicht deine Launen und dein Leben bestimmt, ist es zum Götzen geworden. Und wie sehr sind wir doch von unseren Gefühlen abhängig. Gefühle kontrollieren oft unser Gedankenleben und rauben uns manchmal den Frieden. Es kommt ganz schnell ein Gefühl der Ablehnung. Das Gefühl, bin ich überhaupt gefragt hier? Keiner mag mich. Keiner will etwas von mir. Keiner beachtet mich. Kennt ihr das? Dein Wert ist nicht so, wie andere dich sehen. 1. Samuel 16, Vers 7. Denn ein Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, aber der Herr sieht auf das Herz. Und wir messen unser Wertgefühl an dem, was wir sehen. Das äußere Erscheinungsbild ist das, was zählt in der Welt. Und Selbstdarstellung ist davon abhängig, wie man aussieht, was man anzieht, was man besitzt und mit wem man verkehrt. Und wenn wir jemand zum ersten Mal begegnen, versuchen wir, ihn einzuschätzen. Macht dieser Mensch Eindruck auf uns, bemühen wir uns, gleichwertig zu sein. Und ist er für unser Selbstwertgefühl keine Gefahr, dann beachten wir ihn oft gar nicht. Das ist so ein Mechanismus, der in uns abläuft. Und auch der Prophet Samuel hat so reagiert. Er sollte einen der Söhne Isais zum König salben. Und als ihm der erste Sohn vorgestellt wurde, dachte er, der ist es. Es war ein stattlicher junger Mann, groß, schön, schön anzuschauen. So lesen wir das. Doch Gott hat andere Maßstäbe. 1. Samuel 16, Vers 7. Aber der Herr sprach zu Samuel, sieh nicht auf sein Aussehen und auf seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, aber der Herr sieht auf das Herz. David war der Erwählte. David, der Unscheinbare. Braun gebrannt. Er war immer draußen auf der Weide. Vielleicht in zerschlissener Kleidung. Wir wissen es nicht, aber wie sieht man aus bei den Schafen, wenn man den ganzen Tag draußen ist? Nicht in schicker Kleidung, ganz bestimmt nicht. Vielleicht machte er sogar einen armseligen Eindruck. David ist doch nicht wert, ein König. Gott hat andere Beurteilungskriterien. Er sieht den Charakter eines Menschen. Das, was in uns ist, das, was gereift ist in unserem Leben. Nicht die Gefühlswelt, die auf und ab geht, sondern der Charakter, so wie wir geformt sind, in sein Bild, immer mehr in sein Bild. Und viele Christen behalten diese Art der Beurteilung bei, wie Samuel das tat. Und es ist schlimm, wenn man auf sein Aussehen reduziert wird. Und das ist manchmal auch verletzend. Frustrierend für uns, wenn wir so eingeschätzt werden. Du bist nicht das, was andere sehen. Und andere sind auch nicht das, was du siehst. Und ich möchte euch das gerne demonstrieren. Ich habe euch etwas mitgebracht. Und zwar, kennt ihr den? 100 Euro. Der Wert ist 100 Euro. Und wenn ich damit jetzt etwas mache, wie ist sein Wert? 100 Euro. Er ist zerknittert, er hat Falten,
Er war zusammengedrückt, unsichtbar, getreten. Ich kann ihn auch auf den Boden werfen. Und ich kann sogar drauftreten. Und jetzt versuchen wir das wieder auseinander zu machen. Was ist er wert? 100 Euro. Egal wie er aussieht, er wurde mit Füßen getreten. Er wurde zusammengedrückt, er hat Falten bekommen und wenn da Schmutz gewesen wäre, wäre er jetzt auch noch dreckig. Aber sein Wert ist 100 Euro. Und genau so ist es mit deinem Leben. Egal, was dir passiert, egal, ob du ein paar Falten hast oder zusammengedrückt wurdest, dein Wert ist und bleibt. Du bist wertvoll in Gottes Augen, bist wertgeachtet und geliebt. Das ist dein Wert. Wenn wir uns auf unser Äußeres verlassen, kommt irgendwann die große Krise, spätestens wenn die ersten Falten kommen. Wir schauen auf das äußere Erscheinungsbild, Gott nicht. 1. Petrus 3, 3 und 4. Euer Schmuck sei nicht der äußerliche, durch Flechten der Haare und Umhängen von Gold oder Anziehen von Kleidern, sondern der verborgene Mensch des Herzens, im unvergänglichen Schmuck des sanften und stillen Geistes, der vor Gott sehr köstlich ist. Das heißt nicht, dass wir uns schlampig kleiden oder nicht pflegen sollen und auch nicht, dass wir keinen Schmuck tragen sollen, sondern der Stellenwert kommt hier zum Ausdruck. Wo ist dein Herz? Charakter ist hier gefragt. Richtet sich deine Wertstellung nach deinem Aussehen, deinem Gewicht und Größe, ob du gewollt bist oder nicht? Gott hat dich gewollt. Er hat dich erschaffen, so wie du aussiehst, genau so wie du bist. Und wie du bist, hinter dieser Aussage kann man sich auch verstecken. Die Aussage, ich bin halt so, legitimiert nicht, dass du dich verhalten kannst, wie du willst. Das heißt nämlich nicht, dass Gott dich nicht verändern will und auch nicht, dass er deine Sünden akzeptiert. Er will deinen Charakter formen. Er möchte dich in deinem Inneren verändern. Gott hat dich geschaffen als einzigartiges Individuum, als Original und nicht als Kopie. Kopiere nicht andere Menschen. Du musst nicht sein wie andere. Kopiere auch nicht dein Äußeres von irgendjemand. Du bist ein Original. Was ist dein wirklicher Wert? Johannes 3, Vers 16. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. In Gottes Augen bist du so viel wert wie das Leben von Jesus. Er hat es für dich gegeben. Wir müssen wissen, dass unser Wert von nichts anderem abhängt als von unserer Beziehung zu Jesus. Er hat dich erschaffen, er hat dich gewollt und er liebt dich. Sei dankbar, wie du aussiehst, sonst beleidigst du Gott, denn er hat dich erschaffen. Er hat jeden Menschen schön gemacht und noch schöner werden wir, wenn Jesus aus uns herausleuchtet. Gott bestimmt über dich und nicht Menschen.
Jesus hat sein Leben auf dich gesetzt. Unsere Identität ist in Jesus und nicht in irgendetwas anderem. Unser Wert ist in Jesus. Dann kann jeder zu dir sagen, was er mag. Auftrumpfende Menschen beeindrucken dich nicht mehr, weder durch ihr Aussehen noch durch ihre Rede. Leg alles ab und sei dir bewusst, dass du so viel wert bist wie Jesus, weil er in dir wohnt. Er liebt dich, als ob du der einzigste Mensch auf dieser Erde wärst. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Für dich. Für dich. Amen. Hol dir unser Magazin nach Hause. Natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich.